Hallo liebe Zuschauer, ich bin auf der BerlinCon am Stand von Feuerland Astro Bienen. Auch dieses Spiel von Stonemaier Games konnte man hier spielen, konnte man auch schon kaufen. Wie gesagt, zum späteren Zeitpunkt dann auch im Handel. Neben mir steht der Christoph, die Runde wurde aufgebaut und er steigt gleich ein in der Erklärung. Und deswegen habe ich gedacht, ich filme jetzt einfach mal ein bisschen drauf los. Und der Christoph erklärt die Runde und dadurch bekommt er gleich einen Eindruck, um was es geht bei Astrobienen. Okay, ihr habt hier verschiedene Bienen. Die haben eine Besonderheit, die können von Stärken von 1 bis 4 haben, deswegen diese 4 Seiten. Und die setzt ihr im Laufe des Spieles ein. Normalerweise, wenn ihr einen Zug macht, nehmt ihr eine Biene von eurem aktiven Bereich und setzt sie in einen dieser Bereiche ein. Wir haben hier 6 Bereiche. Erkunden, ausbauen, da könnt ihr Waben nehmen und in euren Bienenstock legen. Dann gibt es hier Wachsen, da könnt ihr neue Bienen kriegen. Oder ihr könnt eine Erweiterung zu eurem Bienenstock kriegen. Dann gibt es hier Umwandeln, damit könnt ihr die Rohstoffe umwandeln. Ich gucke mal hier drauf, es gibt 3 Grundrohstoffe, das sind die Fasern, Wasser und Pollen. Das seht ihr auch hier vereint in einem Symbol. Und dann gibt es die besseren Rohstoffe Wachs und Honig. Die müsst ihr meistens hier beim Umwandeln umtauschen. Da gibt es so Umtauschkurse, damit kriegt ihr die beiden besseren Stoffe. Und die braucht ihr zum Beispiel, um diese Entwicklungswaben zu kaufen und um diese Ruhmeswaben zu kaufen. Die geben euch am Schluss noch Siegpunkte. Der Clou bei der Geschichte ist so, dass wenn ich eine Biene einsetze hier und jemand anders besetzt das Feld, dann kommt diese Biene zu mir zurück und wird dann älter. Das heißt, von 2 geht sie auf 3 und ich habe dann dadurch mit dieser Biene nächstes Mal eine bessere Aktion, weil die Stärke einfach die Aktion verbessert. Wenn die Biene schon eine 4 ist und dann zurückgeschubst wird, dann geht die in einen Tiefschlaf. Das heißt, die kommt hier erstmal zurück. Ich habe die nicht mehr. Ich darf dann aber eins meiner Tiefschlafplättchen setzen und hier in das Tiefschlafabteil gehen und dann auch einen entsprechenden Bonus nehmen. Da gibt es verschiedene. Und das ist auch gleich der Trigger für das Spielende, sobald diese ganzen Felder im Tiefschlafabteil voll sind. Wir haben das Spiel jetzt mal ein bisschen verkürzt, deswegen kommt es weg. Das ist aber im normalen Spiel auch offen. Wenn die alle belegt sind, dann wird das Spielende ausgelöst. Dann gibt es nochmal eine Runde und dann ist es fertig. Es gibt Punkte für verschiedene Sachen. Es gibt zum Beispiel hier Punkte auf diesem Plättchen drauf. Man kann Punkte kriegen dadurch, dass man seinen ganzen Bienenstock bebaut. Es gibt 8 Punkte, wie man hier lesen kann. Dann gibt es Punkte für diese Ruhmeswaben. Das sind also quasi persönliche Wertungssachen, die ihr euch kaufen könnt. Es gibt Punkte für die Karten, die ihr hier drunter legen könnt. Das ist dann auch nochmal so eine persönliche Wertungssache. Und es wird am Schluss alles zusammengezählt. Und dann gewinnt natürlich derjenige, der die meisten Sachen hat. Es ist relativ, ja, ein bisschen verzahnt und ein paar Regeln, aber es ist relativ einfach, weil man einfach ein Arbeiterinnen-Einsatzspiel hat. Was Bienen sind, sind es wirklich Arbeiterinnen. Bei Bienen arbeiten nur die Frauen und die Männer sind für andere Sachen zuständig. Und es hat viele schöne Mechanismen, weil ihr versucht, diese Plättchen so zusammenzubauen, dass ihr da gut Punkte kriegt. Ihr habt Karten, die das alles sehr aufmischen und mit denen ihr noch extra Aktionen machen kann. Es ist relativ flexibel immer und sehr variabel und bietet, wie gesagt, einen relativ einfachen Zugriff. Das wäre jetzt mal die Kurzversion und jetzt erkläre ich euch die Details. Okay, dann sage ich dir herzlichen Dank. Der Runde wünsche ich viel Spaß. Und das war Astrobienen.